Ja, hallo liebe Zuschauer, hier sind wieder Harzner und Harzner. Wir haben uns entschlossen, das mal wieder zu zweit zu machen. All dieweil wir für heute für euch wieder mal was zu sehen haben, und zwar ein paar Tipps und diesmal keine Filme, wie sonst üblich. Haben wir ja normalerweise drei Filme, übersehene kleine Perlen, die man gerne überscrollt oder mal nicht so wahrnimmt. Heute haben wir mal ausnahmsweise drei Serien. Und zwar Science-Fiction-Serien mit Humor. So, und jetzt sagt ihr natürlich sofort Stopp. Ich kann euch hören. Ich weiß, was jetzt kommt. Erstens, Science-Fiction und Humor gibt es häufiger, als man denkt. Ja, okay, zugegeben, bei dem Stichwort Science-Fiction denkt man ja erstmal an ernsthafte Geschichten, Weltuntergang, Asteroiden treffen die Erde, Außerirdische kommen, die Sonne explodiert, Pflanzen fangen an, Menschen in den Selbstmord zu bringen, die Körperfresser kommen, bla bla bla. Alles eher ernsthaft. Jetzt ist die Besonderheit nicht einfach nur, dass wir etwas gefunden haben, also Serien gefunden haben, die humorvoll sind. Da gibt es ja einige, werdet ihr einwenden, zu Recht. Beispielsweise Star Trek Lower Decks, Final Space, Rick und Morty und solche Sachen. Allerdings sind das alles eher Science-Fiction-Geschichte, Quatsch, Zeichentrick, Entschuldigung. Allerdings sind das eben eher Zeichentrick-Geschichten. Und vom Konzept her eigentlich von Anfang an, von der Konzeption auf Humor ausgelegt und nichts sonst. Und hier kommt die Besonderheit. Wir haben es eigentlich gar nicht geplant, waren gar nicht auf der Suche danach, sondern haben einfach Serien geguckt und bei der dritten Serie plötzlich festgestellt: Moment mal, das ist Science Fiction, ja, ist klar. Und man hätte das von der Prämisse, von der Ausgangssituation her total ernsthaft machen können. Hat man aber nicht. Sondern die Macher haben sich gesagt, okay, wir nehmen diese Prämisse, diese Ausgangssituation, erzählen dann, bauen darauf eine Serie auf und machen das Ganze witzig. So. Und da haben wir drei davon. Und der Humor, muss man wirklich sagen, bei allen dreien absolut klasse. Ohne, vor allen Dingen, ohne das eigentliche, die eigentliche Struktur der darunter liegenden Ernsthaftigkeit komplett zu zerhämmern. Ja, sagen wir es mal so. Ja, und gehen wir doch mal in medias res, damit ihr wisst, worum es geht. Das erste ist, die erste Serie, die wir haben, hat wahrscheinlich die schlechteste Science-Fiction-Prämisse, nämlich ein Außerirdischer kommt an, hat den Auftrag, die Menschheit zu vernichten, nicht den Planeten, aber die Menschheit, und kommt auf der Erde an mit seinem Raumschiff, hat genau ein Raumschiff, eine Waffe, ein Alien und wird vom Blitz getroffen und stürzt ab. Es ist. Warum heißt eigentlich keine Neue Deutsche Welle Band irgendwie Abstürzende Raumschiffe oder so? Das wäre der Titel schlechthin. Ja. Auf jeden Fall ist das von der Prämisse her natürlich lächerlich. Ja? Also Raumschiffe, die auf der Erde abstürzen, ergeben keinen Sinn. Vor allen Dingen, wenn derjenige dann alleine gelassen wird und kein Raumschiff Alien ADAC vorbeikommt und ihm mit seiner Panne hilft, sondern er dann eben alleine gelassen wird auf der Erde. Natürlich stürzt er nicht ins Wasser oder sonst wohin oder in die Arktis, sondern in die Nähe einer amerikanischen Kleinstadt. Ganz klipp und klar. Und da ist dann auch die Prämisse, und das ist so die einzige Pille, die man anfangs mal schlucken muss. Da ist also ein Alien mit dem Auftrag, die Menschheit zu zerstören, landet bei einer Kleinstadt, sein Raumschiff ist futsch, die Waffe ist weg und er muss jetzt in dieser Kleinstadt mit den Menschen, die dort sind, sich unfreiwilligerweise ins Getümmel stürzen. Er kann dazu menschliche Form, Gestalt annehmen, ja, die allerdings nicht bei allen funktioniert, diese Tarnung. Das ist dann halt noch der Gag. So, und das Schöne ist an der Serie, sie hätten es komplett vergeigen können, haben sie es aber nicht gemacht. Vom Humor her hätte man da richtig auf die 12, also richtig mit dem Holzhammer drauf donnern können, noch, am besten noch mit so einem Gelächter-Soundtrack unten drunter. Nee, haben sie nicht gemacht. Der Humor ist echt gut und die Figuren, vor allen Dingen die Charaktere, also das ganze Ensemble, ist schön geschrieben. Wirklich herzerwärmend gut gemacht. Und der Hauptdarsteller Alan Tudyk hier, den sollte man sich merken, der macht es echt großartig. Das ist
auf jeden Fall eine, Entschuldigung, Serie, die sich sehen lassen kann, und der Humor erst recht. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht. So. So viel zur ersten Serie. Die zweite Serie ist schon bekannter. Also ich vermute mal, dass die meisten meiner Abonnenten, die ja eh Nähe zur Technik und Raumfahrt haben, das schon kennen. Es war mal ein Geheimtipp, ist es aber nicht mehr. The Orville. The Orville ist eigentlich eine Hommage an Star Trek. Und zwar nicht so sehr das, was jetzt aus jüngerer Zeit gekommen ist, also Star Trek Discovery oder Picard, sondern tatsächlich das, sagen wir mal, die Next Generation, also das ursprüngliche Star Trek, wo es eigentlich herkommt. Jetzt nicht gerade Captain Kirk, aber Captain Picard und Riker und die ganze Ecke. Das sieht man hier auch, das sieht ziemlich nach Star Trek Next Generation aus. Oder eben auch Voyager, ne? Und jetzt sollte man meinen, so, okay, eine Neuauflage von Star Trek, muss das sein? Und dann auch noch, haben wir ja gesagt, mit Humor funktioniert das? Zugegeben, am Anfang nicht so. Der Macher dieser Serie ist Seth MacFarlane, eher bekannt durch solche Sachen wie Family Guy. Also eigentlich genau die Ecke, wo der Holzhammer-Humor herkommt, also nämlich aus der Cartoon-Ecke, was wir eingangs gesagt haben. Und das ist dann auch ein bisschen, zugegeben, die Eingangsschwierigkeit von The Orville. Die Serie leidet am Anfang ein bisschen darunter, dass man die Charaktere noch nicht kennt, man weiß noch nicht, wohin die Reise geht, aber es wird einem gleich mit der Bratpfanne der Humor über den Schädel gezogen, dass es nur so knallt. Und am Anfang funktioniert das noch nicht ganz so gut. Wir haben uns im Internet mal umgehört, und es gibt Leute, die sagen, da schließen wir uns an, The Orville ist eigentlich Star Trek, wie es sein sollte. Nur nicht am Anfang. Am Anfang muss man durch ein paar Folgen durch, die ein bisschen sehr albern sind. Und natürlich steht das dann dem Ganzen ein bisschen im Weg, das Ganze noch ernst zu nehmen. Aber, und ich glaube, das ist ein großes, sehr, sehr großes Aber. Ne? Ja. Aber die Serie fängt sich. Es gibt zwei Staffeln mittlerweile, kurze Staffeln, wie gesagt, also 10 Folgen pro Staffel. Und spätestens in der zweiten gewinnt das Ding nochmal echt an Gewicht und Tempo. Der Humor wird auch ein bisschen zurückgefahren, obwohl der Humor bleibt Bestandteil durch die Serie. Ganz, ganz festes, eine ganz feste Zutat in der im Kochrezept dieser Serie, keine Frage. Aber wird ein bisschen relativiert, und je länger diese Serie fortschreitet, desto ernster und desto mehr Platz, sagen wir mal, gibt sie dann eben auch einer gewissen Ernsthaftigkeit und fängt dann an, wie sagt man, auf eigenen Beinen zu gehen und zu stehen. Eine dritte Staffel ist auch schon fertig und kommt. Auch das werden wir gucken und auch sicherlich darüber berichten. Genauso wie bei Resident Alien, da ist eine zweite Staffel auch schon fertig, kommt demnächst. Wir sind sehr gespannt und werden das definitiv gucken. By the way, natürlich, wenn ihr das kennt oder ihr seid der gleichen Meinung oder anderer Meinung, könnt ihr natürlich gerne Kommentare hinterlassen unter dem Video. Meldet euch da gern oder kommt auf unseren Discord und dann diskutieren wir da. ja, aber Ernsthaftigkeit weiter. The Orville ist auf jeden Fall sehenswert, wären wir der Meinung, der Ansicht. Ja, aller guten Dinge sind drei. Die ersten beiden Staffeln leiden noch so ein bisschen unter der eigentlichen Science-Fiction-Prämisse, die noch so ein bisschen so, ja, es ist Science-Fiction, ja, okay, aber auch Star Trek hat da so seine Schwächen mit, wo kommt die Gravitation her, was ist dieser Quantum-Antrieb, und ernsthaft, richtig, richtig ernsthafte, gute Science-Fiction basiert ja auf einer einfachen Prämisse, die dann mal konsequent weitergedacht wird. Und das schafft Nummer 3 in der Runde. Das ist wohl die beste Science-Fiction-Idee. Upload heißt die Serie. Da geht es einfach um die einfache Annahme, was wäre, wenn Menschen, die einen Unfall hatten oder nicht mehr lange zu leben haben, bald sterben werden, die Möglichkeit hätten, ihr Bewusstsein, ihren Geist und alle Erinnerungen, ihre ganze Persönlichkeit hochzuladen in die Cloud. Um dann dort weiter zu leben. Ja, in einer gewissen Form von Jenseits, aber eben halt ein künstliches, geschaffenes Jenseits. So.
das Ganze konsequent weiterzudenken, wäre eigentlich ein ziemlich ernstes Thema. Die Macher vom Upload haben sich aber überlegt, wir machen das Ganze mal ein bisschen auf lustig und bringen dann so kuriose Situationen rein. Was wäre, wenn man seiner eigenen Beerdigung beiwohnen könnte? Und die Hinterbliebenen könnten einen besuchen in dem sogenannten Jenseits. Aber auch so interessante Fragen wie, das Jenseits ist ja künstlich, das ist ja dann quasi Speicherplatz und Rechenpower. Das kostet ja Geld. Wer wird denn das bezahlen? Gibt's da... Ne? Also wohlgemerkt, wir spoilern nichts hier, aber die Frage ist schon mal ganz interessant. Ne? Wenn ich sterbe und tot bin, verdiene ich ja kein Geld mehr. Was ist, wenn ich dann Speicherplatz und Rechenpower brauche? Wer bezahlt das? Interessante Fragen, die sich da runter verbergen. Und da gibt es dann auch schon die eine Schwachstelle dieser Serie, nämlich kann die Serie mittel- bis langfristig das Niveau halten? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen, es gibt eine Staffel, die ist definitiv sehenswert von Upload. Eine zweite ist jetzt auch draußen mit nur 7 Folgen. Das ist eigentlich schon frech. Die haben wir noch nicht zu Ende geguckt, da sind wir dran. Und ich weiß nicht, ob schon das nächste grüne Licht für eine dritte Staffel da ist. Wir haben so ein bisschen Zweifel, ob die Serie dieses Niveau halten kann. Ist aber auch egal, die erste Staffel ist auf jeden Fall sehenswert und der Humor auch hier große Klasse. So, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Pulver verfeuert. Was sagst du? Ich übergebe dir das Schlusswort und du kannst das Ganze abrunden. Von meiner Seite war es das. Ja, danke dafür. Erstmal volle Zustimmung. Das sind wirklich 3 Serien, die sehr ernsthaft hätten sein können und die man gut auch in den Sand hätte setzen können. Sie haben es aber nicht gemacht. Der Humor ist absolut klasse und da kann ich nur sagen, hey, schaut es euch an. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, ein Subscribe, kommt auf den Discord, lasst uns eine Runde quatschen. Von meiner Seite, top. Bis dann. Ciao.